Hallo, was machen Sachen? Ja, lasst uns mal über ein Art-related Thema sprechen, weil ist ja auch irgendwo ein Art-Kanal bei mir. Es gibt 3D-Stuff, es gibt Bilder, es gibt alles Mögliche und wird ja irgendwie passen, wenn man darüber mal spricht. Zumal die Art-Community wird nie müde, Drama zu erzeugen. Es ist auch eigentlich auch ein gefundenes Fressen, dass man da mal ein bisschen drüber sprechen kann. Und wenn dann noch die Attitüde von Twitter hinzukommt, hat man den Verhof zur Hölle. Man sollte ja generell eben meinen, dass Leute, die das gleiche Hobby haben, das gleiche ausführen, dass sie irgendwo einen grünen Punkt haben. Aber in der Art-Community ist meistens so, oder oft so, ja, Frieden ist uns zu langweilig, wir brauchen hier Drama und auf Twitter und auch teilweise auf TikTok schlagen Leute halt gerne mal über die Stränge und Sachen passieren, Leute werden gedoxt, weil sie sich erdreisten, die MSPL-Tool-Leiste mit ihren Bildern hochzuladen. Wie können sie nur schlimm, schlimm, furchtbar, furchtbar? Die spielen ja gar nicht nach den Regeln, die wir aufgesetzt haben und an die sich alle halten müssen. Buhu, wie können sie nur? Und dann halt wird eskaliert. Wilde Kombi Artists und Twitter. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Artists so sind. Ich meine, ich bin auch irgendwo Artist, ich habe bis jetzt noch keinen gedoxt. Noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Keine Ahnung. Wer weiß, was passiert. Ich bin ja jetzt irgendwie auf YouTube unterwegs, da gibt es ja auch immer Drama. Vielleicht kann ich irgendwie Bullshit bauen und dann sagen, es tut mir leid, es war so furchtbar von mir. Keine Ahnung. Je nachdem, wie gesagt, es ist ein Teil der Community, es ist ein sehr lauter Teil der Community, weil es halt immer wieder passiert. Es sind aber nicht alle. Der größte Teil der Artists ist wie bei vielen Communities, wo es halt ist, der Großteil ist still und leise und macht vor sich hin und dann gibt es halt Leute, die ausrasten und dumme Dinge tun und die sind halt laut und auffallen und das färbt auf alle ab. Das haben jetzt hier bei den Drama Queens von Art Community, das haben wir bei den Furries, das haben wir bei den Wieps, das haben wir bei, keine Ahnung, den Creepypastas, das haben wir überall. Jedes ist eigentlich das gleiche Lied in einer anderen Farbe. Die meisten sind cool und dann gibt es halt die Vollidioten, die über die Stränge schlagen und dann halt auffallen, weil sie laut sind. Da haben wir überall. So, wir haben aber heute den Fall von Hiki. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Der Jute wurde nämlich gedoxt, weil er sich tatsächlich erdreistet hatte, die MS-Toolbar mit in seine Bildern hochzuladen. Wie gesagt, das macht er bei jedem Bild. Twitter von ihm ist unten verlinkt. Ich habe auch sein Video verlinkt. Er hat auch ein Video dazu gemacht. Ist auch unten verlinkt. Wenn ihr euch das anschauen wollt, könnt ihr gerne machen. Quellen sind da, wo sie hingehören. Unten in der Beschreibung könnt ihr gucken. So. Das alles hat er mit folgendem Post angefangen, wo sich Hiki bedankt, dass er jetzt 2000 Follower hat. Ist doch eigentlich voll nice. GG für Hiki. Coole Sache. Wie gesagt, das ist der Post, mit dem alles angefangen haben. Hier haben sich die ersten Leute in Gruppen drunter versammelt und sich beschwert, dass da die Leiste vorhanden ist. Und meistens wurde Hiki vorgeworfen, dass er halt nur angeben würde und seine schönen Bilder da zeichnet. Ist eigentlich voll das Kompliment, er malt schöne Bilder. Ist jetzt nicht so, dass das einfach persönliche Präferenz ist, was für ein Programm man nutzt, weil jeder weiß ja, jeder nutzt Photoshop zum Zeichnen. Das ist so albern. Es gibt so viele geile Programme. Nutzt die Programme, die ihr gerne nutzt. Einfach weil ihr die einfach euch leisten könnt, weil ihr die halt einfach präferiert nutzt, weil ihr damit gut umgehen könnt. Ich mache es ja nicht anders. Ich nutze Paint to Sky für die Lineouts, weil ich das Vector Tool da cool finde, dass ich die Linie nachschieben kann. Und hatte das vor, keine Ahnung, 15 Jahren mal geschenkt bekommen, nutze es immer noch. Für Coloring nehme ich halt Photoshop, weil ich das in der Uni kennengelernt habe und damit kann ich gut umgehen. Andere nehmen, keine Ahnung, Feieralpaka, Gritta, GIMP, alles valide Programme und jeder darf sich das Programm aussuchen, was er halt nutzen möchte. Das ist ein freies Land, das ist eine freie Welt. Nutzt die Programme, die ihr möchtet und macht damit Sachen, die ihr gerne tut. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Nee, muss jetzt jeder das Programm nutzen. By the way, es wurde nicht erwähnt, dass jetzt alle Photoshop nutzen müssen. Das habe ich mir jetzt einfach so aus Hut gezogen, weil mir nichts Besseres eingefallen ist und gerade ein Bild fertig gemacht habe. So, egal. So. An und für sich finde ich das mit der Toolbar halt auch. Egal, wie gesagt, teilweise mache ich es ja selber. Ich bevorzuge es halt bei Work-in-Progress-Sachen, also Sachen, die noch nicht fertig sind. Da, wenn ihr bei mir Twitter, gerade Twitter poste ich Work-in-Progress-Sachen, auf Insta und so weiter nicht. Da ist meistens einfach ein ganz billo Screenshot gemacht von dem Programm, ob ich jetzt im Blender was mache, ob ich in Substance Painter was mache, ob ich in Unreal Engine was mache. Ich mache es selten bei Zeichnungen, weil ich generell meine Skizzen nicht gerne teile, weil ich das doof finde. Ich versuche mich mehr und mehr dazu zu drängen, auch mal Skizzen zu zeigen. Und das ist halt wirklich so meine Sache. Ich hasse Skizzieren. Ich finde Skizzieren furchtbar. Aber es ist jetzt auch komplett egal. Ich bin vom Thema abgeschweift. Das bleibt jetzt drinne. Das Drama hat Folgendes ausgelöst: ein Hin und Her zwischen A, finde ich doof, und Hiki und seiner Community, die dann halt einfach die Leute
mit Toolbars gemobbt haben und haben einfach Bilder hochgeladen, wo die Toolbar zu sehen ist. Wie jetzt hier in dem wunderschönen Beispiel. Und das war jetzt so der Wendepunkt, wo sich alles eskalierte. Es hatten sich nämlich Leute erdreistet, tatsächlich Hikis private Adresse rauszufinden und die in Bildern zu posten. Teilweise auch so dreist, dass Twitter selbst da nichts macht, weil die nicht nur als Plankotext, als Plankotext einfach niedergeschrieben wurden, weil die waren teilweise versteckt. Ich habe selber noch welche gefunden. Wann habe ich geguckt? Am 2.11. war ich auf seiner Seite unterwegs und habe so ein paar Kommentare durchgeguckt. Die sind teilweise immer noch da. Ich habe nicht kontrolliert, ob die echt sind. Die sind teilweise in Bildern versteckt. Wenn man weiß, wonach man suchen möchte, findet man die leider auch. Und ich finde es furchtbar, dass Twitter da nichts gegen macht. Ja, wie gesagt. Das ganze Ding ist komplett eskaliert. Viele Passwörter wurden anscheinend auch geändert oder sind dabei. Er hat jede Menge, wie er auch selber gezeigt hat, Anfragen gekriegt, dass Passwörter geändert wurde. Er wurde auf verschiedenen Seiten angemeldet, seien es Porn-Seiten, sei es irgendwelche Training-Dinger oder auf den wildesten Seiten wurde er halt auch vernetzt. Teilweise wurde ihm halt auch versucht, das PayPal streitig zu machen. Das wurde meines Wissens nicht geklappt. Also er hat das PayPal, was er da hatte, wurde zum Glück nicht gehackt. Er hat aber aus Sicherheitsgründen ein neues PayPal gemacht, was ich komplett verstehen kann. Und es ist so furchtbar, dass er Leute so weit gehen, nicht einfach wegen einer Tool-Leiste einfach einem komplett die Adresse zu leaken, solche Sachen zu machen und einfach halt generell ihn zu gefährden in seiner persönlichen Sicherheit wegen einer Toolbar. Ich sag, teilweise ist es halt auch so weit gegangen, dass ihm halt Sachen geschickt wurden über ja, Tierquälereien und sonstige Sachen. Ihm wurden seine eigenen Bilder geschickt, seinen eigenen Namen geschickt. Heute noch wurde ihm tatsächlich eine Kiste voller Windeln geschickt. Sagt, die sind komplett eskaliert wegen einer MS-Toolbar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Leute doxen ein, schicken einem Windeln Bilder von oder Videos, wie Tiere gequält werden und noch was weiß ich noch alles und melden einer den kuriosesten Seiten an, weil es sich erdreistet wurde, eine Paint-Leiste mit in den Bilder zu machen. Das ist komplett wild. Sachen, die halt auch nur auf Twitter passieren anscheinend. Ne, vielleicht auch noch TikTok, das ist auch nochmal ganz wild. Die sind aber, glaube ich, mehr Richtung Mobbing unterwegs, weniger wegen Doxing. Ja, das kann einem schon echt sprachlos machen, was manche Menschen machen, wegen so Banalitäten, weil sich jemand erdreistet hatte, tatsächlich eine Paint-Leiste mit in seine Bilder zu lassen. Wie gesagt, Auslöser war, da ist die Paint-Leiste in Bildern und das hat anderen Leuten nicht gefallen und deswegen schicken sie Pampers, tote Tierbilder, doxen ein, versuchen einen irgendwie ans PayPal ranzukommen oder sonstige Sachen. Das ist echt der Wahnsinn. Die Künstler-Community war teilweise immer schon wild. Das, ich erinnere mich an Fälle, gerade auf DeviantArt, wo ich Jugendlicher war und da unterwegs war. Selbst da waren halt schon echt Sachen passiert, die unter die Gürtellinie gingen. Aber heutzutage scheint es immer mehr vorzukommen und auch immer wilder zu werden oder stärker zu werden, was halt es geht. Es geht halt teilweise von Gerüchten erzählen über jeden, den und den, bis halt wirklich hin bis zu kompletten Doxing und halt wir senden dir Scheiße. Ja, mir bleiben auch so ein bisschen die Worte aus. Ich habe keine Verabschiedung, also schön, dass ihr hier wart. Ich wollte einfach mal mir das von der Seele reden und wir sehen uns im nächsten Video.